Mein Viertel, mein Block. Offenbach ist Heimat. Offenbach ist Herz. Straßenrapper Murat Kill nimmt mich mit in die ärmsten Wohnsiedlungen Deutschlands nach Offenbach. Hier passieren viele Dinge, was man sich gar nicht mal in Deutschland vorstellen kann. Ich bin Rick Gajek. Was mich hier erwartet, damit hätte ich nicht gerechnet. Langeweile und Frust regieren die Straße, wenn nicht gerade ein Rap-Video gedreht wird. Wir tun Scheiße bauen, wir tun alles. Klauen, kaputt machen. Murat kämpft darum, dass die Jungen aus seinem Block sich trotz aller Probleme ihre Zukunft nicht verbauen. Du weißt ja, also wenn du dann eine Anzeige bekommst, dann wirst du vorgeladen bei der Polizei und so. Das ist nicht gut. Entweder du schaffst es hier oder nirgends, sagt der Rapper. Er betreut die schwierigsten Jugendlichen jeden Nachmittag. 3 Jahre begleite ich ihn durch Höhen und Tiefen. Deswegen bin ich ja von dir, gerade von dir und Sinan, bin ich enttäuscht. Einer geht in die Ecke, einer geht in die Ecke. Deswegen seid ihr hier, weil ihr euch nicht benimmt, weil ihr keinen Respekt habt. Es gibt auch Jungs, die einfach diese Hilfe nicht annehmen oder diese Hilfe nicht sehen. Die rutschen dann komplett ab. Brennpunkt, die Straße ruft, die Straße ruft. Friss oder stirb, ist kein Traumberuf. Anfang 2020. Corona ist gefühlt noch weit weg, als ich Murats Intensivklasse zum ersten Mal begegne. Es sind Schüler aus dem Offenbacher Nordend, deren Sozialverhalten sie ins Abseits gebracht hat. Ihre letzte Chance vor dem Schulrauswurf, Murat. Einmal hochjumpen. So, einmal reingekrabbelt, Jungs. Wer in die Klasse des Boxclubs Nordend kommt, wurde von Lehrern oder Eltern hergeschickt. Die Betreuung in den meisten Fällen als Auflage angeordnet. Es sind um die 10 Jungs zwischen 12 und 17, die Murat betreut. Alle haben, so wie er, eine Migrationsgeschichte. Hasnay und sein Bruder Hussein sind hier neu. Beide sind vor 6 Jahren aus Pakistan gekommen, konnten anfangs kein Deutsch, alles war neu. Sie hatten Schwierigkeiten, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Mit der Polizei aber, wie andere hier, hatten sie noch nichts zu tun, versichern sie. In meinem Freundeskreis gibt es auch niemanden, der Anzeige oder so hat. Sie sind alle sauber. Ist das wichtig? Ist wichtig, auf jeden Fall. Ihr Vater lebte bereits in Offenbach, holte seine Söhne danach. Mit im Gepäck die Wertevorstellungen und Traditionen ihres Heimatlandes Pakistan. Es ist sehr wichtig, dass die Frau Muslim sein soll. Ja. Und warum? Weil ich selber Muslim bin. Auch das gleiche Religion wie ich. Und halt aus meinem Land und so halt. Und warum ist dir das wichtig? Oder warum kannst du es dir so vorstellen? Ist das so eine Tradition? Weil ja, ich komme dann halt mit die besser klar und so. Meinst du so? Ja. Okay. Du kannst nicht sagen, weil sie jetzt eine andere Religion hat, dass ich sie nicht akzeptiere. Weil im Endeffekt irgendwo muss sie dich ja auch akzeptieren, weil du eine andere Religion hast. So, die Religion ist immer noch Mensch. Ja. Yeah. So, das ist so, was sehr, sehr wichtig ist, Jungs. Ciao. Murat kam in Deutschland als Kind marokkanischer Eltern zur Welt. Mit seinen Erfahrungen kann er den Brüdern helfen, sich mit ihrer neuen Heimat besser zu arrangieren. Das ist das Offenbacher Nordend, eines der ärmsten Wohnviertel Deutschlands. Wer hier lebt, hat es nicht leicht. Da würde ich sagen, ziehen wir ab. Benimmt euch, baut keinen Scheiß. Morgen wieder Schule, Gas geben, keine Scheiße bauen. Und direkt nach Hause, ja? Hier kann man schnell verloren gehen, den Kompass verlieren. Auch Murat ist zeitweise im Offenbacher Nordend aufgewachsen. Damals war die Jugendkriminalität hier hoch und sie gehört auch zu Murats Lebensgeschichte. Wir sind im Stadtteil Nordend, da wo ich auch groß geworden bin. Man erinnert sich auch an viele andere Dinge, die man gerade hier auf diesen Straßen auch gemacht hat. Es macht wieder Bam, Bam, was dann? Brennpunkt, die Straße ruft. Vielleicht habe ich Scheiße gebaut, ja, aber das ist Heimat auf jeden Fall. Mein Viertel, mein Block. Und das will ich mir genauer ansehen. Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Drogen. 13.000 Menschen leben im Offenbacher Nordend. 3 von 4 Einwohnern haben eine Einwanderungsgeschichte. Über mehrere Monate bin ich immer wieder hier und bekomme Kontakte zu jungen Offenbachern mit Migrationshintergrund. Viele zeigen sich zunächst offen für Filmaufnahmen, trauen sich später aber doch nicht mehr vor meine Kamera. Du bist auch immer unterwegs, ne? Straße, Straße. Die Straße ist die Straße, wo die Straße lebt. 100%. Brüder, so nennen sie sich, wenn sie sich draußen treffen, fern der Autorität der Eltern, deren Wohnungen zu beengt sind, um Freunde einzuladen.
Die Straße bedeutet nicht immer gleich, dass es scheiße ist oder dass es negativ ist. Nein, es kann auch positiv sein. Es kommt halt drauf an, in was für einem Freundeskreis man erstmal ist. Murat war als Teenager auf der Straße anerkannt. Ausgerechnet, wer kriminell wurde oder Polizei bekannt, galt seinerzeit als cool und mutig. Rapper, Stereotypen. Verrückt findet er das heute, erzählt er mir, und bereut seine Vergangenheit. Aber es gibt neben dem Gesetz auch die Regeln der Straße, der Wahlfamilie. Und natürlich, unter Brüdern gibt es auch Regeln. Ist klar, dass der ein oder andere nicht den anderen Bruder verpfeift. Ja? Deswegen, salam alaikum. Immer wieder hört er bei seinen Runden durchs Viertel von Geldsorgen der Jugendlichen. Jeder Achte in Offenbach lebt von Sozialhilfe. Um sich etwas dazu zu verdienen und vielleicht auch, um ihre Familien zu unterstützen, begehen manche Diebstähle oder verkaufen Rauschgift. Was eigentlich mit dem einen passiert, was du letztens erzählt hast? Haben sie erwischt? Die haben den erwischt mit 6 Kilo. Er hat doch eine Ausbildung gemacht, oder nicht? Ja, hat eigentlich angefangen. Jetzt sieht schlecht aus. Außerdem, die Sache ist nur, der hat keinen deutschen Pass. Das heißt, vielleicht, Bruder, wer weiß, wie diese Justiz jetzt handelt, Bruder, am Ende schieben die den ab oder so. Ich sag mal so, halt dich fern von solchen Idioten. Auf jeden Fall, Bruder. Bringt nichts. Nur Kopfschmerzen. Ich hab's gemerkt. Murat nimmt mich mit an einen besonderen Ort, an dem er Jugendliche unterstützt. Das Jugendzentrum im Viertel. Als Teenager war Murat hier Stammgast, vor allem, wenn er was ausgefressen hatte. Ich bin immer hier reingerannt, der Wolfgang saß dann immer da mit seinem Kaffee. Ich habe Probleme mit der Polizei gehabt oder sonst irgendwas. Der war halt derjenige, der dann letztendlich meinen Arsch gerettet hat. Und das haben viele andere auch gemacht. Und, ja. Viele seiner Brüder hat Murat schon in die Jugendkriminalität abrutschen sehen. Wie soll ich sagen, die sind ohne Ziele halt einfach. Die haben keine Perspektive vielleicht. Dann gibt es halt Jungs, die dann halt, keine Ahnung, ein bisschen verkackt haben in der Schule vielleicht. Es fängt auch schon da an. Es gibt natürlich auch manche Eltern, die dann halt wirklich den Kabel auch ziehen oder den Gürtel. Es gibt wirklich unterschiedliche Faktoren, wieso, weshalb dann die Kids eher auf der Straße sind, als irgendwie zu Hause und lernen. Ich will wissen, wie Murat da konkret gegensteuert. Ausgebildeter Sozialarbeiter ist der Rapper genauso wenig wie ein Pädagoge. Und dennoch, wo Lehrer und Eltern aufgeben, ist er immer öfter gefragt. Einige Wochen später, zurück beim Schulabbrecherprojekt. Tagsüber arbeitet der 35-Jährige im Einzelhandel, aber in seiner Freizeit ist er für die Jugendlichen im Block da. Wie geht's euch? Alles fit? Es geht ab, Jungs. Murat ist ihr Nachhilfelehrer fürs Leben. Aber ihr seid alle pünktlich heute, ne? Stabil, Jungs, alle. So muss es sein. Wollen wir hochgehen heute? Der Rapper ist für die Jungs viel mehr als ein Idol mit vielen Klicks auf YouTube. Murat ist eine wichtige Bezugsperson. Vor allem, weil er mit ähnlichen Problemen wie sie im Block aufgewachsen ist, früher selbst Anzeigen kassierte. Sie respektieren ihn. Ich sage auch immer wieder zu den Jungs, dass ich früher auch Scheiße gebaut habe und ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund. Und ich möchte halt, dass die Jungs, weil der ein oder andere natürlich auch so naiv ist, möchte ich halt nicht, dass sie denselben Fehler machen und dann irgendwann auch hinter Gittern kommen oder sonst irgendwelche Probleme da haben. Warum ihr Coach kriminell wurde, wissen die Jungs. Und auch mir wird Murat seine persönliche Geschichte noch erzählen. Gab es irgendwie Probleme so in der Schule in letzter Zeit? Gab es irgendwelche Auseinandersetzungen? Nö. Also mir ist ein bisschen was zu Ohren gekommen, ne? Ihr wisst ja, wir bekommen ja alles mit. Sicher? Ja. Bei dir auch? Ja. Ganz sicher? Okay. Hier im Boxclub Nordend kümmern sie sich um Schulverweigerer, also um Schüler, die schwänzen oder sich im Unterricht nicht beteiligen und stören. Auch aus Angst vor Niederlagen, vor schlechten Noten. Das blockiert die Jungs. Sie lernen nicht mehr. Sich in ihrer Schule anzupassen, das soziale Regelwerk einhalten, das sollen sie hier lernen. Und dafür gibt es auch hier klare Regeln, an die sich jeder halten muss. Wer gegen sie verstößt, bekommt eine Strafe in 3 Schritten. Was passiert, wer sein Handy rausholt? Derjenige, der sein Handy rausholt, kriegt 4 rote Punkte. Hasnay und sein Bruder Hussein haben schnell gelernt, sich an die strengen Regeln zu halten. Andere haben damit noch so ihre Schwierigkeiten. Du hast einen roten Punkt gehabt, ja? Was passiert? Ja, wenn man uns ein Spiel nimmt, dann kriegt man erst eine Vorwarnung. Wenn man die dann nicht akzeptiert, dann kriegt man halt einen Punkt. Und dann muss man am nächsten Tag 5 Euro zahlen. Gaetano ist mit 12 Jahren einer der Jüngsten im Kurs und auch erst seit kurzem dabei. Und wie ist das so mit dem Untereinander? Wie kommt ihr klar? Oder musst ihr das auch lernen, dass ihr keinen irgendwie Stress habt untereinander? Nein, also wir beleidigen uns auch gar nicht so. Wir sind höflich zueinander und haben Respekt. Weil, warum?
Lieber will ich lieber nicht sagen. Klar ist, wer auch hier nur stört, fliegt. Das werde ich in den nächsten Monaten erleben. Das Projekt für Schulabbrecher ist deutschlandweit einmalig. Eltern müssen dafür nichts zahlen. Finanziert wird es von einer privaten Stiftung. Die Jungs sollen hier lernen, sich in Schule und Gesellschaft besser einzufügen. Ich bin hier, weil ich in der Schule viele Sachen gemacht habe und halt viele Faxen gebaut habe. Und da musste ich herkommen. Da hat mich die Schule hergeschickt. Hassan kommt schon seit 2 Jahren, jeden Nachmittag. Hassan, du wolltest mit mir reden. Du wolltest mir irgendwas erzählen. Unter 4 Augen. Ja, komm. Dieses Vertrauen hat sich Murat hart erarbeitet. Angstfrei können die Jungs mit ihm reden, wenn was daneben ging. Erzähl doch, was passiert? Der hat mich geschubst, da habe ich ihn geschubst. Dann hat er mir ein Ding gegeben, hat eine Bombe, dann habe ich ihn auch eingegeben. Okay. Also hast du dich quasi nur gewehrt, ja? Ja. Okay. Ist ja gut, aber wie gesagt, du weißt ja, man soll eigentlich immer so Streit aus dem Weg gehen, weil das bringt ja nichts. Das Besondere ist, die Jungs einfach zu kriegen. Die meisten müssen kommen, weil es einfach keinen anderen Weg gibt. Das Problem ist, wenn es so weitergeht, ja, also mit dem Problem, dass sie sich schlagen oder in der Schule da einfach nicht klarkommen, dass sie natürlich von der Schule fliegen. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem und das wollen wir nicht. Noch vor Corona lädt mich Murat zum Videodreh ein. Ich bin überrascht, wie viele junge Leute da sind. Wir sind gerade hier in Lauterborn. Die Leute sind hier alle cool miteinander, jeder kennt sich. Es sind alles Brüder hier und das ist cool. Lauterborn, auch dieser Stadtteil, gehört zu den ärmsten Deutschlands. Heute schaut man von den Balkonen auf einen Videodreh mit gestellten Szenen. Leider sind sonst oft echte Polizisten im Einsatz, erfahre ich. Das ist auch das, wo sich die Jungs hier mit identifizieren können. Und die Inhalte jetzt in dem aktuellen Text, um was geht es? Mehr oder weniger aggressiv. Man rappt natürlich über das, was man auch gesehen hat und erlebt hat. Und man versucht natürlich authentisch zu bleiben. Ehrensache und reine Männersache, als Statisten Murat beim Dreh zu unterstützen. Und ist ja klar, dass der ganze Block, weil man sich da halt natürlich auch kennt und da groß wird oder groß geworden ist, dass halt alle zu einem halten. So, ne? Und dass man halt so den Block repräsentiert. Ehre ist im Block ein wichtiger Begriff, lerne ich. Hier wird die marokkanische Flagge gezeigt, obwohl viele die Heimat der eigenen Familie wahrscheinlich bestenfalls von Ferienreisen kennen. Es ist aber wichtig zu zeigen, wo man herkommt. Das ist Teil der Identität. Was man bam, kann, es macht wieder bam, bam, was kann. Mit Murats Texten wird aus ihrem Leben Kunst. Das macht sie stolz, bei allen Problemen und Ängsten. Was, wenn sie es nicht schaffen, aus dem ärmsten Viertel Deutschlands rauszukommen? Ich lerne Leo und seinen Kumpel kennen. Ihre Eltern kommen aus Marokko. Sie sind Deutsche, erzählen sie mir. Nenn mich Nafri, sagt er. So nennen mich hier alle. Nafri, die Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter. Dabei ist er gerade 17. Nach der Schule will er beim Sicherheitsdienst arbeiten. So wie sein Vater träumt er trotz allem. Ja, wir sind oft draußen, wir chillen mit den Jungs. Wir tun Scheiße bauen, wir tun alles. Klauen, kaputt machen, einfach alles. Und warum? Langweilig, oder? Ja. Oh, es gibt gute Freunde, schlechte Freunde. Sagen wir so. Zum Beispiel, es gibt Leute, die hinter deinen Rücken fallen, die am nächsten Tag zur Polizei rennen. Es gibt Freunde, die am nächsten Verräter. Tag... Ja, zum Beispiel. Wir haben viele Verräter in Offenbach. Ich frage mich, ob so zu denken und kriminell zu werden hier womöglich als Rebellentum zu lesen ist oder doch nur als Protzerei. Die Mehrheit ist natürlich so eingestellt, dass sie ihre Schule fertig machen und dass sie hier ganz normal auch arbeiten gehen und alles. So ist das nicht. Natürlich gibt es auch Jungs, die ein bisschen anders so drauf sind, aber das gibt's überall. Ich komme mit Jugendlichen ins Gespräch und ich erfahre, dass es hier viele gibt, die auch auf kriminellen Wegen versuchen, ihre finanzielle Situation aufzubessern. Also nicht jeder ist jetzt hier irgendwie ein Ticker und Einbrecher, aber der Großteil der Jungs, der Jugendlichen hat auf jeden Fall was mit der Polizei zu tun, ist am Pressen, um dicke Batzen zu stapeln auf jeden Fall. Was heißt Pressen? Pressen, also zu verkaufen. Alles Mögliche, so, um halt das große Geld zu bekommen. So. Die Jugendlichen hier haben es schwer. Ihre Familien gehören zu den Einkommensschwächsten in Deutschland.
Fürs Video spielen sie Kleinkriminelle. Das kennen sie alle, entweder aus eigener Erfahrung, vom Zugucken oder vom Erzählen der anderen. Offenbach hat mit knapp 11% die höchste Arbeitslosenquote in ganz Hessen. Viele der Jugendlichen aus dem Block teilen sich oft mit 3, 4 oder 5 Geschwistern ein einziges Zimmer. Je weniger sie haben, desto größer sind ihre Träume. Schnell viel Geld machen, um eine große Villa zu kaufen, mit ganz viel Platz für Familie und Freunde. Zu Hause besuchen darf ich niemanden. Sie schämen sich für ihre Armut. Ich komme vorbei und du weißt, wie ich bin. Mein Rap wird so geil. Teure Autos, ein Leben im Luxus. Verführt Murat mit solchen Videos seine kleinen Brüder nicht zu unrealistischen Träumen? Wie sollen sie erfahren, woher das Geld wirklich kommt? Nämlich vom Arbeiten. Kriminalität und auch Scheiße bauen, das ist eigentlich Quatsch. Ich sage auch immer wieder, wer den Fehler zweimal macht, ist auf jeden Fall dumm. Und deswegen versuche ich auch den Kids dann von Anfang an zu sagen, hier, wenn du einen Fehler machst, ist okay. Schau weiter, es geht immer nach vorne, es geht nicht zurück. So, aber wenn du den Fehler nochmal machst, dann bist du dumm. Zurück im Offenbacher Nordend. Hier betreut Murat noch ein weiteres Jugendprojekt. Du nimmst dir ein Blatt, schreibst ein Thema und schreibst Stichwörter auf. Der hat schon gemacht. Genau. Und aus diesen Stichwörtern baust du dir deinen Text. Okay? Einmal die Woche unterrichtet Murat Rappen. Instrumente und Tonstudio sponsert ein Offenbacher Unternehmen. Kreativ sein und einen Song schreiben. Vielleicht arbeiten und lernen sie hier mehr als in der Schule oder zu Hause. Yeah. Kriminalität mache ich meine Einnahmen. Merkt ihr eins, Messer immer dabei haben. Zeugen wollen nichts schildern, weil sie werden gekillt dann. Es geht in erster Linie darum, dass wir den Jugendlichen beibringen, wie man Texte schreibt. Generell denen auch einfach das Gefühl zu geben, dass die auch was erreichen können im Leben. Ja? Komm, Hasan, schreib was. Du musst schreiben jetzt. Wer hier liefert, bekommt auch Anerkennung von seinem Idol, dem Rapper Murat Kill. Das ist oft wertvoller für die Jungs als Lob von Eltern oder Lehrern. Vor meinen Augen verwandelt sich Frust in Fantasie. Ich bin oldschool, was willst du, möchte ein Freestyler. Wenn ich komm, rappst du auf dein Knien weiter. Halt die Fresse, mach nicht auf Ghostwriter. Ich bin ein Gangster, komme nicht aus Campen. Doch ich baller dein Licht aus, so wie Carl Johnson. Stabil! Murats Botschaft hier, es ist okay, über Kriminalität zu schreiben und zu rappen, aber es ist nicht okay, selbst kriminell zu werden. Es fängt ja immer ganz klein an. Ja. Irgendwann Kriminalität, irgendwann was weiß ich, Diebstahl, irgendwann fangen sie an zu klauen, dann Schlägerei und das Ganze, was halt natürlich das Ganze auch schlimmer macht. Der sagt, wir sollen keine Scheiße bauen, dass sie keine Anzeigen bekommen und nicht ins Knast gehen. Aber der Murat ist so einer, da hörst du drauf. Ja, weil er es schon erlebt hat. Und der will uns hinweisen, dass wir es auch nicht erleben. Ciao, Murat. Hasan. Wir sehen uns. Tschüss, Kameramann. Auf, ciao, Jungs. Auf. Was geht ab? Wo ist bei dir? Geht's dir gut? Sehr schön, auch. Danke dir. Zurück im Block. Zeit für Murats Geschichte. Er war erst 15, als sein Vater starb. Das warf ihn aus der Bahn. Die fehlende Anerkennung holte er sich danach auf der Straße. Was er nach dem Tod des Vaters durchmachte, performt er als Musiker. Dann zeigt er mir den Ort, an dem die Familie noch intakt war. Das ist die Andrichstraße, Ecke Ludwigstraße. Und genau hier, in der Straße hier, bin ich groß geworden. Gerade da in dem weißen, schönen Haus. Die Etage, auf jeden Fall Erdgeschoss, das weiß ich noch ganz genau. Die gemeinsame Zeit mit dem Vater bleibt unvergessen. Und auch die Werte, die er vermittelte. 15 Jahre haben wir hier gewohnt. Es war eine schöne Zeit. Mein Vater war auf jeden Fall jemand, der schon früh sich integriert hat. Er war auch einer der ersten hier in der Stadt Offenbach, der auch hier gearbeitet hat, bei der Stadt Offenbach, und hat sich um Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis gekümmert. Und mein Vater war auf jeden Fall schon jemand, der schon immer gesagt hat, ey, du musst der deutschen Sprache mächtig sein, du musst dich integrieren, du musst lernen und so weiter. Und mein Vater hat auch die Kultur hier quasi auch mit angenommen. So, ne? Mein Vater hat dann auch zum Beispiel so Sachen gebracht damals, wie sich als Weihnachtsmann zu verkleiden. Für mich ist es so das beste Vorbild so überhaupt. Und mein Vater hat auch alles richtig gemacht.
Murat ist es wichtig, die Werte, die der Vater ihm und seinen drei Brüdern mitgab, heute weiterzugeben. Und so geht es jede Woche in seinem Unterricht auch um Integration. Die meisten seiner Schüler mit Migrationsgeschichte bleiben lieber unter sich, fühlen sich und sehen sich nicht wie gleichaltrige Deutsche. Murat will erreichen, dass sie sich trauen, offener zu werden. Ich habe nur ausländische Freunde und fast nur Türken. Richtig viel Türken. Aber wie kommt das? Guck mal, Hassan, ich bin genauso wie du, auch ein deutscher Staatsbürger. Ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden, ich bin mit beiden Kulturen groß geworden. Und dementsprechend müssen wir uns auch so hier benehmen. Also ich sehe mich auch gar nicht als Ausländer, ehrlich gesagt, weil ich muss mich auch nicht integrieren, ich gehöre hier dazu. Mensch ist Mensch, wir bluten alle dieselbe Farbe. So, und man sollte aufeinander zugehen und sich nicht irgendwie hier trennen oder so. Ne? Ich sehe mich als Ausländer und Deutscher. Aber dadurch, dass du halt hier groß geworden bist und hier auch dieselben Möglichkeiten hast, oder vielleicht bessere Möglichkeiten hast, solltest du schon wissen eigentlich, wo du herkommst. So. Und klar ist es dann halt auch bei den Kids so untereinander, wenn die sich ausgegrenzt fühlen, dass die halt wirklich in ihrer eigenen Blase leben und dass sie dann halt natürlich nur untereinander sich das alles teilen, so also die Herkunft oder dann geht es dann zurück, Religion und so weiter und so fort. Aber das ist so halt, das ist aber eigentlich irgendwie ganz normal, weil das sind ja Gleichgesinnte. In Offenbach haben mehr als 60% der Menschen ausländische Wurzeln, so viele wie nirgends sonst in Deutschland. In den Wohnungen gelten nicht selten die Werte des Heimatlandes. Kinder werden nach diesen Werten großgezogen. Die deutsche Kultur und andere Religionen werden nicht von allen akzeptiert, sagt Murat und macht sich Sorgen deshalb. Er fordert, es sei höchste Zeit, endlich mehr für Integration zu tun. Es gibt natürlich viele hier, die gar nicht rauskommen aus ihrem Loch und die leben halt unter sich. Weil man denen einfach nicht die Hand reicht oder weil man nicht auf die zugeht. Und die sind dann halt unter sich. Die sind natürlich in der einen Hinsicht auch selber schuld, weil die auch selber nicht aus ihrem Loch da rauskommen wollen oder weil die selber vielleicht nicht auf andere Leute zugehen und nur unter sich bleiben. Da ist für mich einfach die Integration gescheitert. Harte Worte, denke ich. Dass Murat als Deutsch-Marokkaner die Situation im Block so kritisch sieht, hätte ich nicht gedacht. Auch nicht, dass so viele Familien lieber unter sich bleiben wollen, weil sie sich in Deutschland als Fremde sehen und hier wohl niemals ankommen werden. Murat findet, beide Seiten, also Deutsche und Zugezogene, müssen aufeinander zugehen. Seine Idee, eine deutsche Patenfamilie für jede Migrantenfamilie. Also, dass sie einfach so das Gefühl haben, hier, ich bin hier angekommen und ich fühle mich wohl. Ey, das sind doch so coole Leute. Die sind gar nicht anders als wir. So einfach denen so das Gefühl zu geben. Das würde für die Jugendlichen vieles einfacher machen. Herbst 2020. Pandemie und erster Lockdown machen es Murat jetzt schwer, Kontakt zu seinen Jungs zu halten. Sowohl der Rap-Unterricht als auch der Intensivkurs können wochenlang nicht stattfinden. Treffen sind nur noch draußen möglich. Die Schüler haben ihren Nachhilfelehrer vermisst. Sieht. Gaetano, du wolltest mit mir reden. Erzähl. Aber Blödsinn machst du hoffentlich nicht in der Schule, oder? Nein? Nein, ist ja gut. Jeder Einzelne erfährt hier vielleicht zum ersten Mal im Leben, dass er wichtig ist. Seit 5 Jahren betreut der Boxclub Nordend in enger Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt Offenbach Schulverweigerer. Der Ausflug heute am Offenbacher Hafen, eine Belohnung für gute Leistungen der vergangenen Wochen. Ihr habt auch wirklich gute Noten geschrieben, Jungs. Ja, ich bin stolz auf euch auf jeden Fall, also wenn ihr so weitermacht. Jede gute Klassenarbeit ein Erfolg. Murat spendiert Brötchen, Süßigkeiten und Getränke auch als Motivation. Gerne, nicht dafür. Gerne, Mann, Jungs, von Herzen. Laufen wir zurück, ja? Auch Hasnay und Hussein, die zwei Brüder aus Pakistan, haben ihr Verhalten verbessert. Der Murat bringt uns Respekt bei, wie wir uns unter uns umgehen miteinander, diese Höflichkeit. Klappt auch mit Schule gut und so. Jetzt kommen die Lehrer auch mit mir klar und so. Sie haben klare Vorstellungen entwickelt, warum das Leben in Deutschland besser für sie ist. Man kann halt hier besser was erreichen als dort. Also zum Beispiel arbeiten und sowas. Verdient auch gutes Geld hier in Deutschland. So. Ja. Hasnay träumt von einer Ausbildung als Industriemechaniker. Also mach was Anständiges. Okay. Industriemechaniker ist gut. Ja, ist auf jeden Fall gut, ja. Aber hast du die Voraussetzungen dafür? Man braucht einen Realabschluss. Ja? Ja. Ja, dann strengst du dich jetzt an. Du hast ja bald einen, oder? Ja, dann überlegst du dir genau, weil wenn du die Möglichkeit hast, eine Ausbildung zu machen, dann mach das. Weißt du? Wenn das vor allem auch etwas ist, was du gerne machen willst, was dich interessiert. Murat macht ihm klar, dass er sein Ziel nur erreichen kann, wenn jetzt in der Schule nichts mehr schief geht.
Keine schlechten Noten, keinen Ärger mehr. Und deswegen versuche auch Probleme dann auch aus dem Weg zu gehen, weil das, du hast dann am Ende nur noch Kopfschmerzen. So. Und du weißt ja, wie dein Vater dann bestimmt dann drauf ist. Deine Eltern so, diese Enttäuschung so, das muss nicht sein, weißt du? Ich meine, ich hatte das auch gehabt und so. Und wenn deine Mutter weint, weißt du, wenn eine Mutter weint, so, das ist hart. Ob Murats Ansprache Erfolg hat? Einige Wochen später. Murats Klasse ist größer geworden. Drei neue Schüler wurden aufgenommen und die mischen die anderen jetzt ziemlich auf. Hassan. Gertan, wohin? Komm mal hier. Der Drill hier und die strengen Regeln. Die Neuen wollen das nicht ohne Widerstand hinnehmen. Dann lass uns das erstmal fertig machen, dann kannst du das machen. Und du gehst hier rein, weil auf dich wartet hier drin Arbeit. Die Stimmung ist diesmal schlecht. Die meisten wollen sich jetzt nicht mehr von mir filmen lassen, denn es gibt Ärger. Dann nächstes Mal mit Ahmed. Den nehme ich auch hops, Bernd, gell? Den Ahmed. Wolltest du den coolen spielen? Ich? Ja. Ach so, du warst brav, du hast gar nichts gemacht. Wir alle. Sie haben sich hier in der Betreuung daneben benommen. Murats Kollegin, die Nachhilfelehrerin, beleidigt. Sie haben sich respektlos verhalten. Murat kann das nicht durchgehen lassen und will den Vorfall aufklären. Was habt ihr gemacht? Also, wir haben uns halt daneben benommen. Was heißt daneben benommen? Faxen gemacht. Ja, Clown gemacht halt. Der hat halt Laura gegenüber seine Hand gehoben. Von einer Frau wollten sie sich nichts sagen lassen. Das Frauenbild der Jungs enttäuscht Murat. Ja, aber was habe ich euch tausendmal gesagt, Sinan? Weil jetzt müsst ihr in den sauren Apfel beißen, ne? Strafe steht vor der Tür, ne? Und was hat's gebracht? Nix. Nix. Siehst du? Und jetzt? Und jetzt? Jetzt werdet ihr erstmal richtig hops genommen, ja? Okay, dann müssen wir mal schauen, was auf euch wartet, ja? Wenn ihr so Idioten seid. Für die Neuen wächst der Druck. Guck mal, ich hab dir 2 Wochen Zeit gegeben, gell? Ab heute sieht's anders aus. Dann glaub mir, da lacht keiner mehr. Ich wette mit euch. Ich geb dir keine Zeit mehr, ne? Das heißt, wenn irgendwas passiert. Ganz genau. Ohne Betreuung am Nachmittag ist das Risiko hoch, dass die Jugendlichen auf die schiefe Bahn geraten. 2 Wochen hat Murat den Neuen Zeit gegeben, ihr Sozialverhalten zu verbessern. Was nun? Für meine Arbeit heißt es, dass ich die Jungs noch mal ein bisschen härter rannehme, wie Ahmed und Sinan und auch alle anderen. Weil sowas darf nicht passieren, auch bei meinen Kollegen nicht. Murat erwartet an diesem Nachmittag einen weiteren Neuzugang. Mohammed ist erst 12 und soll seine Freizeit jetzt im Intensivkurs verbringen. Jeden Tag bis 18 Uhr unter Aufsicht, Respekt und Disziplin lernen. Er kommt mit gemischten Gefühlen, ab jetzt kaum noch Zeit für sich und seine Freunde zu haben. Das bedrückt ihn. Die Reue aber kommt zu spät, gibt der Siebtklässler selbst zu. Hier bin ich auf mich selbst sauer, dass ich in der Schule nicht gut aufgepasst habe und nicht gut mitgemacht habe. Nicht so nett zu den Lehrern waren. Und ja, und jetzt bin ich hier. Es macht halt nicht so viel Spaß, wenn man keine Freizeit hat, mit Freunden rausgehen kann. Es fällt ihm schwer, hineinzugehen. Das alles fühlt sich für ihn wie ein Gefängnis an, sagt er. 5 Jahre jeden Tag bis zum Schulabschluss soll Mohammed jetzt hier seine Nachmittage verbringen. Ob ihm das helfen wird, seine aggressiven Impulse in den Griff zu kriegen? Ich wurde auch hier hingeschickt, weil mein Sozialverhalten nicht schlecht ist. Wenn ich mit dem Treppenhaus bleibe, ich echt auf in der Pause, weil wir das nicht dürfen. Oder manchmal, ich ärgere mich über den Lehrer und dann sage ich Sachen zu dem, die man eigentlich nicht sagen sollte. Aber in dem Moment fühle ich mich so, dass ich das sagen will, weil er mich halt dann so aufgeregt hat. Seine Mutter sagte ihm, das hier ist seine letzte Chance. Mit ihr und der kleinen Schwester wohnt er zusammen. Manchmal hat er es schwer, Autoritäten anzuerkennen. Vielleicht liegt es auch daran, seinen Vater hat Mohammed noch nie gesehen. Okay, wenn der Hassan fertig ist, dann darfst du das Treppenhaus kehren. Ich bin fertig. Hassan, Bonusstrafe kommt. Ist hier noch ein Lappen oder so? Nein, ist nichts. Hast du Glück gehabt. Den Klassenraum und das Treppenhaus putzen, die erste Sofortstrafe für die Beleidigung der Lehrerin. Noch aber ist nicht klar, ob nach diesem Vorfall einer seiner Schüler die Klasse für immer verlassen muss. Wer geht heute ins Training?
Wie ernst die Lage ist, macht Murat immer wieder deutlich. Er hofft auf Einsicht. Du hast dich überall zu benehmen. Ob hier oder in der Schule oder privat. Guck mal, du hast in letzter Zeit sehr gute Noten geschrieben, oder? Ja, dann bleib doch jetzt am Ball. Wo ist das Problem? Mal gespannt, wie du dich in den nächsten Wochen machst. Also die Mehrheit, ja, die Mehrheit, die bessert sich. Die werden auch anständig. Aber es gibt auch Jungs, die einfach diese Hilfe nicht annehmen oder diese Hilfe nicht sehen. Die rutschen dann komplett ab. Die respektieren das alles nicht. Auch das hat der Rapper schon erlebt. Gerade sitzt einer seiner Schützlinge im Jugendknast. Der ist eigentlich auch ein ganz, ganz lieber Kerl gewesen. War halt sehr naiv und hat die falschen Freunde gehabt. Hat geschwänzt, hat der Mutter irgendwas anderes erzählt. Die Mutter hat gar kein Deutsch verstanden. Es ging dann wirklich so weit, dass die Eltern sich auch gar nicht mehr wirklich bemüht haben. Aber es hätte nicht so weit kommen müssen. Das ist so der einzigste Vorwurf. Ich mache mir jetzt keinen Vorwurf, ja, aber das ist so das Einzigste, wo ich drüber nachdenke. Er wollte einfach nicht hören. Seine Botschaften während der Pandemie zu verbreiten, wird für Murat zur enormen Anstrengung. Denn immer wieder fällt der Intensivkurs aus. Inzwischen ist auch klar, sein Rap-Unterricht wurde gestrichen. Corona-bedingte Verkaufsverluste machen es dem Sponsor unmöglich, Tonstudio und Equipment weiter zu finanzieren. So vergeht ein Vierteljahr. Frühjahr 2021. Wieder Lockdown. Murat kann seine Schüler wieder nur noch draußen treffen. Die Brüder Hasnay und Hussein haben ihren Coach gerufen. Was geht ab, Jungs? Sie haben etwas auf der Seele, was sie bedrückt. Wie geht's euch? Was machen? Wie läuft's? Und? Lockdown-Zeit? Wie läuft's? Schule? Sehr schwer? Warum? Der digitale Unterricht macht es den Brüdern schwer, konzentriert für den Schulabschluss zu lernen, ihre Ziele weiterhin zu verfolgen. Sie haben Angst zu versagen. Ja, wie ist denn das zu Hause bei euch so mit Lockdown? So? Was macht ihr? Wie kommt ihr klar? Wir zocken ab und zu mal, gehen raus. Okay. Ja. Schon mal gut auf jeden Fall. Aber ihr unterhält euch auf jeden Fall. Ja. Also, ihr beschäftigt euch auf jeden Fall. Vor allem Schule auch und so, dies, das. Ja, wir machen läuft dann auch alles, Aufgaben, ne? Hausaufgaben und so weiter. Genau. Ich meine, ihr kriegt trotzdem noch Hausaufgaben, ja, ne? Ja, zu Hause Teamkonferenz und so. Okay. Und, wie sind die Noten bis jetzt? So standardmäßig? Geht, geht. Die Brüder haben sich entschlossen, nach dem Realschulabschluss anstelle einer Berufsausbildung zunächst das Fachabitur zu machen. Doch es gibt ein Problem. Für die Fachoberschule brauchen sie eine Praktikumsstelle und die Zeit drängt. Sie sind unsicher, wie sie diese Hürde alleine bewältigen können. Jetzt muss man sich ja anmelden und du brauchst einen Nachweis von Jahrespraktikum. Wenn du kein Jahrespraktikum hast, dann nehmen die dich an. Hast du nichts gefunden? Oder? Nein, wegen Corona. Zurzeit sagen, wir wissen ja nicht, wie weiter die Lage ist bei Corona. Und deswegen. Ja, habt ihr aber wirklich mal schon woanders gecheckt oder mal woanders nachgefragt oder so? Ich hab bei Apotheke, dies, das. Und? Ja, die haben gesagt, leider nicht. Wir wissen ja nicht. Manche haben gesagt, es ist zu voll. Und manche haben gesagt, ja, geht nicht wegen Corona, dies, das. Murat, ich hab dir gefragt, ob du im Einzelhandel Platz hättest. Dann hast du gesagt, ich werde mal gucken und dir Bescheid sagen. Ich konnte da schon was klären, ja. Also sieht bis jetzt sehr gut aus und ich denke, da kriegen wir euch auf jeden Fall unter, ja. Also ihr beide, ne? Okay. Bisher haben die beiden nur Absagen kassiert. Das macht sie hoffnungslos. Aber Murat hat durch seine Kontakte bereits ein Vorstellungsgespräch in einem Supermarkt vereinbart. Bald sollen sich die Brüder dort beweisen. Das ist wichtig, weil die Schule bräuchte ein Jahrespraktikum. Und wir müssen es nachweisen können. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir keinen Platz in der Schule. Sie hoffen jetzt auf Murats Vermittlung. Vielleicht kann ihr Coach für sie ein gutes Wort einlegen. In einigen Wochen sollen sie in einem Offenbacher Supermarkt zur Probe arbeiten. 2 Monate später. Endlich können sie sich wieder alle treffen. Mohammed hat sich inzwischen daran gewöhnt, jeden Nachmittag in die Betreuung zu kommen. Es fiel ihm sehr schwer, sich hier anzupassen und Murats strenge Regeln zu akzeptieren. Und da zahlst du schon die Steuer. Aber du hast dich halt, wie gesagt, in der Vergangenheit auf jeden Fall ein bisschen mitziehen lassen. Aber umso mehr freut es mich, dass du dich da auf jeden Fall so entwickelt hast. Deswegen hatte ich auch zu dir gesagt, Mohammed, bitte ändere dich, versuch das ein bisschen, lass da mal ein bisschen los. Konzentrier dich ein bisschen auf dich. Das hast du auch so gemacht. Und manchmal denkt man sich schon, ja, du schaffst es nicht. Dann kommt halt dieser eine Stoß, wo du zum Beispiel jetzt eine gute Note schreibst. Und dann glaubst du dann wieder an dich. Murat weiß, nur durch Bildung schaffen es seine kleinen Brüder einmal, der Armut im Block zu entkommen.
Auch Murat wohnt längst nicht mehr hier. Gut vernetzt aber ist er wie kaum ein anderer im Quartier. Es sind die Erfolgsgeschichten von Migranten aus dem Viertel, die ihn stolz machen. Ich habe den Eindruck, jede positive Story im Block ist auch für Murat ein persönlicher Erfolg. Aber der Kollege. Salam alaikum. Das ist der Laden von dem Bruder hier und von meinem Cousin. Die machen das hier zusammen. Ihr habt ein bisschen umgebaut, gell? Murat erklärt mir, dass sich besonders viele junge Menschen mit Migrationshintergrund selbstständig machen. Viele aus der Not heraus, weil sie keine gut bezahlten Jobs finden, viele aber auch aus eigenem Antrieb. Ich meine, die Jungs jetzt hier, die haben es einfach. Die können ja, die sind der deutschen Sprache mächtig, die sind integriert, die haben alle ihre Schule gemacht, die haben ihren Erfolg. Schwieriger ist es für die, die erst seit kurzem, sage ich mal, jetzt in Deutschland sind. Für die ist es natürlich schwer, die müssen ja erst mal hier ankommen. Murat könnte sich vorstellen, mal in die Politik zu gehen. Er meint, es fehlt an Ideen und Konzepten fürs Zusammenleben. Er möchte, so wie sein Vater einst, Integration in Offenbach fördern. Dass er sich heute im Block um die Jungen kümmert, ich denke, sein Vater wäre ganz schön stolz auf ihn. Ich denke, die Jungs können sich hier alle mit mir identifizieren. Ich bin jetzt nicht hier der Beste oder immer der Liebste gewesen und ich war immer der Korrekteste und sowas. Nein, ich habe viel mehr Scheiße gebaut, aber ich habe halt aus meinen Fehlern gelernt und ich bin auch dafür da, um euch von meinen Fehlern zu erzählen und euch auch zu sagen, hier, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. So. Warst du selber schon mal im Knast? Das ist eine gute Frage, ist auch eine berechtigte Frage und ja. Aber ich bin nicht stolz drauf und ich wünsche euch das nicht. Über 30 Jugendliche, die Pädagogen längst aufgaben, konnte Murat in den vergangenen 5 Jahren mit seinen krassen Geschichten, seinen Methoden und intensivster Betreuung schon zurück auf den rechten Weg bringen. Doch diesmal fällt es den Neuen besonders schwer, ihr Verhalten zu ändern. Immer wieder wurden sie verwarnt. Schließlich gibt es keinen anderen Ausweg als den Rauswurf. Mo, was geht? Alles gut, wie war der Tag? Ja. In Murats Klasse ist es leer geworden. Von den insgesamt 3 neuen Schülern ist nur noch Mohammed dabei. Es war halt in dem Fall so, dass die Jungs respektlos waren gegenüber den Kollegen. Und ja, somit kam es dann zum Rauswurf. Man sollte es auch so sehen, dass den Jungs ja hier geholfen wird. Und man sollte diese Hilfe hier annehmen und nicht die Hand wegschlagen. Für mich zählt Respekt. Für mich ist wirklich Respekt an erster Stelle. Und ja, es ist halt leider so gekommen. Ich finde es selber auch schade. Aber ich wünsche dennoch den Jungs alles Gute und ich habe immer ein offenes Ohr. Mohammed fällt es schwer, darüber zu reden. Er vermisst seine neuen Freunde. Der Gas geben. Ja, Gaetano und Fatih. Was haben die falsch gemacht? Gaetano war frech zu Laura. Und Fatih weiß ich nicht. Als Fatih rausgeflogen war, war ich in Quarantäne. Hast du mit den beiden noch mal sprechen können? Fatih kam dann einen Tag zu mir in der Schule und sagte, ja, guck mal, ich muss jetzt nie wieder dahin kommen. Ich bin jetzt übelst glücklich. Jetzt habe ich endlich wieder meine Zeit für mich. Murat ahnt, was den beiden jetzt blüht, wenn sie ihre Nachmittage auf der Straße womöglich mit falschen Freunden verbringen. Ja, das führt dann zu dem nächsten Problem, so dass die Jungs dann halt auch Probleme mit der Polizei bekommen. Ja, dann gibt es eine Anzeige. Ja, das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Mädchen betreuen sie übrigens im Intensivkurs noch nicht. Das soll sich aber bald ändern. Eine eigene Klasse nur für Schülerinnen ist geplant, sobald die finanziellen Möglichkeiten es zulassen. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch. Für Hasnay und seinen Bruder Hussein ein wichtiger Tag. Ohne Jahrespraktikum, keine Fachoberschule und kein Fachabitur. Murat will sicher gehen, dass nichts schief läuft. Das ist nicht die Schule, das ist die Arbeitswelt. Die ist auf jeden Fall anders. Vor allem, was sehr, sehr wichtig ist, ihr dürft niemals zu spät kommen. Ihr müsst immer pünktlich sein. Versucht immer so 5 oder 10 Minuten, am besten 15 Minuten vorher schon da zu sein. Da könnt ihr vorher noch mal schön, was weiß ich, ein bisschen was trinken, euch vorbereiten. Strengt euch auf jeden Fall an. Ich will nicht, dass ihr mich enttäuscht, ja? Also wenn ich euch helfe, gell? Dann macht's auch richtig. Während der Corona-Hochzeit eine Praktikumsstelle zu ergattern, ohne Kontakte, undenkbar. Denn viele Betriebe haben aufgrund der Pandemie finanzielle Probleme, wissen selbst nicht weiter. Jungs, dann gehen wir mal gleich rein, würde ich sagen, ja? Gehen wir rein? Seid ihr alle ready?
Murats Schüler sind unsicher. Sie wollen nichts falsch machen, ihren Coach nicht blamieren. Ja, und ich bin jetzt aufgeregt, finde ich hier was oder nicht. Also. Das ist dein erstes Vorstellungsgespräch. Genau. Murat kennt den Marktleiter und hat bereits im Vorfeld ein gutes Wort für die Brüder und ihren Freund eingelegt. Cem Güler hat erst vor kurzem die Filiale eröffnet. Er bekommt täglich Bewerbungen von Praktikanten und kann sich daher aussuchen, wem er eine Chance gibt. Was denkt ihr, was ihr so mitbringen müsst? Mehr Motivation und halt Flexibilität. Ja. Muss. Also Pünktlichkeit ist sowieso das A und O. Ja, Freundlichkeit. Gutes Erscheinungsbild, also keine Jogginghosen auf der Arbeit. Cem Güler hat sich vom Aushilfskassierer zum Marktleiter mit eigener Filiale hochgearbeitet. Das kann hier jeder schaffen, der sich anstrengt, erklärt er und ermutigt die Jungs, ihm Fragen zu stellen. Doch jetzt sind sie scheu und trauen sich erstmal nicht. Frag ruhig was. Ich kann euch viel erzählen, aber müsst ihr auch was fragen. Wie viele Arbeiter gibt es hier? Hier sind 41 Mitarbeiter mit dem Getränkemarkt zusammen. Bisher hatten sie kein Bewerbungstraining. Zu Hause übt niemand mit ihnen. Dabei ist es so, wer sich als Praktikant bewährt, hat später sogar gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Wie viele Stunden muss man denn arbeiten, wenn man ein Jahrespraktikum hat? Wir haben von 7 bis 22 geöffnet, aber die Praktikumszeiten sind bei uns von 8 bis 14 Uhr. 20.000 Produkte gibt es in dem Supermarkt. Nicht alles müssen die Praktikanten auf Anhieb wissen. Aber der Chef macht noch mal klar, was ihm wichtig ist. Er erwartet Leistung. Viel Engagement zeigen. Wie gesagt, von nichts kommt nichts. Nee, die Jungs, ohne Scheiß, also, die werden schon Gas geben. Die halten schon ihr Wort auf jeden Fall. Murat macht sich stark für seine Schützlinge. Egal was. Also damit zeige ich euch auch schon, ihr kriegt den Platz. Alle. Und ja, da schauen wir weiter nach dem ersten Tag, wie es sich entwickelt. Endlich eine Zusage und endlich ein Lächeln. Ihr Weg für die Fachoberschule ist damit frei. Sehr gut, danke schön. Stabil. Ich hoffe, ihr gebt auch richtig Gas, ja? Und enttäuscht uns auf jeden Fall nicht, weil ihr würdet auch mich enttäuschen. Ihr seid schon mal einen Schritt weiter jetzt und genau, jetzt lernt ihr mal die Arbeitswelt kennen. Im Markt arbeitet Personal aus aller Herren Länder. Vielfalt zu fördern ist dem Chef wichtig. Auch er hat einen Migrationshintergrund. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Und er ahnt, wie schwer es den Brüdern aus Pakistan gefallen sein muss, in der neuen Heimat Offenbach anzukommen. Natürlich merkt man da auch schon mit Migrationshintergrund schwierig, irgendwo Fuß zu fassen, ja, auch wenn man hier geboren ist. Mit ihrem neuen Chef haben sie jetzt neben ihrem Nachhilfelehrer einen weiteren Unterstützer gefunden. Wir waren oft alleine und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, Herr Güler zu fragen. Er hat ja gesagt, ich bin gerne bereit, euch alles zu erklären und wie es abläuft. Sie denken noch oft an ihr altes Zuhause in Pakistan. Ob sie selbst in Deutschland leben wollen, hat ihr Vater sie nie gefragt. Auch dort geht man auch in die Schule und dann kommt man nach Hause, dann macht man seine Hausaufgaben und dann kann man rausgehen, mit seinen Freunden abhängen und sowas. Dort ist auch schön, aber ich bin nur gekommen, weil mein Vater hier war und hier gearbeitet hat. Jetzt sehen Sie, dank Murat, auch hier endlich eine Perspektive für sich. Ja, wir freuen uns, dass der für uns eine Jahrespraktikum gefunden hat. Und ist auch sehr gut, also wir sind denen dankbar. Wenn ich mich zurückerinnere, wie der eine oder andere zu dem anderen war und vor allem, wie die sich artikuliert haben und so. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Sprung, den die Jungs gemacht haben. Und es ist nun an der Zeit, dass sie sich halt mal von der anderen Seite zeigen. Für Murat endlich wieder ein Erfolg. Bis hierhin war es ein langer Weg. Stolz ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Warum? Klar, weil man sich einfach bestätigt fühlt dann in dem Moment, dass man alles richtig gemacht hat. Vor allem, wenn die Jungs dann alles richtig machen. Ihr haltet mich auf dem Laufenden auf jeden Fall. Wenn es Neuigkeiten gibt, berichtet mir auch immer. Und ich sag's auf jeden Fall nochmal, enttäuscht mich nicht alle. Aber ich weiß ganz genau, dass ihr das nicht macht. In diesem Sinne, bleibt stabil. Wir sehen uns. Fast 40% aller unter 18-Jährigen in Deutschland haben inzwischen eine Migrationsgeschichte. Durch Murat habe ich erfahren, mit welchen Problemen sie aufwachsen, wie gefährdet sie sind ohne Unterstützung. 3 Jahre habe ich Murat Amakran alias Murat Kill und seine jungen Offenbacher begleitet. Ich denke, es braucht noch viel mehr Menschen wie ihn, damit jeder eine Chance auf ein gutes Leben bekommt. Brennpunkt, die Straße ruft, frisst
friss oder stirb, ist kein Traumberuf. Ah, ah, ah.